Und willkommen zurück bei Let's Play The Dig. Die Grabung, das Buddeln oder der Digger, weiß ich nicht. So, wir sind hier. Wir müssen irgendwie an so ein Vieh rankommen, was einen Teil für die Tür gekläut hat. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie ich das anfangen soll. Ich kann hier die Stange hochheben. So, und jetzt kann ich damit irgendwas machen. Das bringt nichts. Was nichts bringt. Ich kann diese beiden Sachen nicht. Das wird nichts bewirken. Das passt hier nicht. 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 Das passt. Ja, leg's wieder hin. So. Kann ich mir die vielleicht erstmal angucken, die Stange? Was ist denn mit der Stange? Eine lange Stange mit einem Haken am Ende. Mit einem Haken am Ende. Ah, okay. Ein kleines, rundes Loch. Ein kleines, rundes Loch. Ein dünner Metallstab. Ein kurzer Metallbolzen. Eine dünne Metallplatte mit einem Knopf. Es ist ein leuchtender, blauer Stab. Tja, ich würde jetzt mal ganz grob schätzen, dass ich irgendwas hier... Das bringt nichts. Geht das schon mal nicht? Passt ja wunderbar. Ah, so, und jetzt das hier dranhängen, würde ich jetzt mal tippen. Na komm, Digga. Houston. Siehst du doch, oder? Houston? Ach, das ist sogar richtig. So, und jetzt? Ja, reicht doch, oder? Komm, Kätzchen, komm, komm. Okay, also bist du kein Kätzchen. Eine Beutelratte? Eine Maus? Ein haarloses Minikamel? Was habe ich denn jetzt gemacht? Muss ich das da irgendwie dranhängen? Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Ah, wir bauen voll krass konkret, bauen wir Falle. Ein dünner Metallstab. Wir bauen konkret krass Falle für dummes kleines... Wenn ich nur einen Köder hätte. Aber jetzt, ich muss Köder. Einfach nur Schäferhund spielen. Ach so. Einfach mal im Loch pumpen. Da drinnen bewegt sich etwas. So, mal gucken. Das letzte Mal, als ich durch eine solche Öffnung kriechen konnte, war ich 4. Bauch einziehen und durch. Nee, auf die Lichtung will ich nicht. Okay. Kannst du da denn da reinleuchten? Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Natürlich kannst du das, du willst es nur nicht. Faule Socke. Tut mir leid, Freund, aber dein kleines Haus wird jetzt eine große Eingangstür bekommen. Ah. Das ist groß genug, um mich durchzuquetschen. Aha, ja, dann gehen wir da rein. Oh, quiek, quiek, süß. Quietschi, 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 quietschi. Alles nur voller Löcher, was soll ich denn jetzt machen? Ihr seid ja witzig. Nein. Das ist das leere Nest von dem kleinen Biest. Das irgendwie kaputt machen? Das ist das leere Nest von dem kleinen Biest. Das heißt wohl nein. Das ist das leere Nest von dem kleinen Biest. Ach so, lass mich raten. Und das ist dann auch bestimmt das leere Nest von dem kleinen Biest, oder? Das ist das leere Nest von dem kleinen Biest. Ah, ja, guck, wir verstehen uns. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Was soll ich denn jetzt hier? Öffnung, halt. Ach nee, da bin ich durchgekommen. Okay. Da ich nicht wissen, was muss ich machen, hä? Muss ich stopfen zu mit irgendwas, hä? Das ist das leere Nest von dem kleinen Biest. Ja, dann mach es doch mal kaputt oder so. Das wird nichts bewirken. Das bringt nichts. Das ist das leere Nest von dem kleinen ja, Biest. Ja, Herzi, ich weiß, dass das leere Nest von dem kleinen Biest ist. Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Gut, dann gehen wir erstmal wieder raus. Ich weiß nämlich nicht, was ich machen soll. Nein.
Nein. Da drinnen bewegt sich etwas. Oh, warte, das hatte ich ja schon. Jede Menge unnützer Schrott, den sich das kleine Biest zusammengestohlen hat. Fest verschlossen. Jede Menge unnützer Schrott, den sich das kleine Biest zusammengestohlen hat. Nee, hat man jetzt auch nichts gesehen, ne? Kann ich denn hier schon was machen? Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Unnützer Schrott. Das wird nichts bewirken. Unnützer Schrott? Das bringt nichts. Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Das bringt nichts. Da drinnen bewegt sich etwas. So, dann stell dich jetzt mal hier hin. Ist jetzt was passiert? Wahrscheinlich nicht, hä? Jede Menge unnützer Schrott, den sich das kleine Biest zusammengestohlen hat. Unidentifizierbarer Schrott von der kleinen Ratte. Da drinnen bewegt sich etwas. Nein, nicht da lang. Was passiert, wenn ich den Bolzen jetzt ziehe? Der Bolzen passt genau in das Loch. Nee. Aber auch nichts anderes auswählen, ne? Das ist das leere Nest von dem kleinen Biest. Och, Herzibär, ich weiß, dass das leere Nest von dem kleinen Biest ist. Helf mir doch mal, was muss ich machen? Erzähl mir doch nicht mal das Gleiche. Na komm, dann gehen wir erstmal weiter. War ich hier schon? Hier war ich schon, glaube ich. Ja klar, als ob ich meine Hand in irgendeinen Felsspalt auf einem fremden Planeten stecken würde. Das bringt nichts. Das geht nicht, das geht nicht. Warum nicht? Erläutere es mir. Das wird nichts bewirken. Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Das bringt nichts. Ach so, ich komme nicht... Hier gibt es sonst nichts außer diesen Spalt hier, ja? Das hilft mir hier auch nicht weiter. Außer, dass die Musik jetzt angegangen ist. Was sagt der hier denn? Hier ist ein Signal, aber ich bekomme nichts rein. Es zeigt nirgendwo hin. Also ich muss irgendwas mit der kleinen Ratte machen, aber... Was ist hier die Frage? Das bringt nichts. Da drinnen leuchtet irgendetwas, aber ich kann nicht erkennen, was es ist. Ja klar, als ob ich meine Hand in irgendeinen Felsspalt auf einem fremden Planeten stecken würde. Entschuldigung. Das bringt nichts. Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Ich vergesse immer wieder dieses DOS-Fenster von diesem Scum VM zu minimieren. Und wenn ich dann mal ein bisschen hier außerhalb des Spielbildschirmbereiches klicke. Das bringt nichts. Dann sieht man das direkt. Das ist doof. Das wird nichts bewirken. Ja, ist ja gut. Komm. Das ist eine Klappe. Kann ich da was machen? Ich kann sie nicht öffnen. Warum nicht? Vielleicht mit Bruder Gewalt? Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Lange gedrückt halte, dann weiß ich gerade nicht.
funktioniert nicht. Oh, eine Linse. Nur ein bisschen justieren. Okay, ich muss es vielleicht noch ein wenig justieren. Wenn es beim ersten Mal nicht klappt. Vermutlich, wenn es überhaupt erstmal funktioniert, was es ja noch nicht tut. Ach, ja gut, das wird wohl fast so eine kleine Leerlaufrunde werden, meine lieben Liebenden. Weil ich dieses Drecksvieh hier nicht reinkriege. Da drinnen bewegt sich etwas. Wenn ich nur einen Köder hätte. Aber ich muss einfach nur Schäferhund spielen. Jetzt habe ich dich. Wenn ich dich freilasse, läufst du dahin, wo du schöne glänzende Maschinenteile versteckst. Das einzige Problem ist, wie soll ich dir folgen? Erstmal prügel ich dich windelweich. Nein, Quatsch. Wie ein soll dünner ich Metallstab. Das ist eine sehr gute Idee. Nehme ich dir das hier. Das bringt nichts. Mit einem Seil. Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Das bringt nichts. Keine Ahnung, wie ich dem Vieh folgen soll. Nein, nicht damit. Hier ist ein Signal, aber ich bekomme nichts rein. Es zeigt nirgendwo hin. Tja, wenn ich das jetzt laufen lasse, ist vorbei. Er ist schon zu lebendig. Entweder ich stehe gerade auf dem Schlauch, oder ich weiß es wirklich nicht. Das wird nichts bewirken. Gib mir noch mal einen Tipp, bitte. Eine gefangene außerirdische Kreatur. Wenn ich die jetzt laufen lasse, dann ist vorbei. Jede Menge unnützer Schrott, den sich das kleine Biest zusammengestohlen hat. Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Ja, ich bin ein bisschen überfragt gerade. Ich werde auch vielleicht jetzt den Part beenden. Weil ich jetzt gerade sowieso nicht weiterkomme. Robbins, kommen Sie, Robbins. Robbins hier, ich höre Sie. Maggie, ich habe einige Platten gefunden, wie die aus dem Asteroiden, die uns hierher gebracht haben. So viel wir wissen, können uns alle Platten, die wir finden, plötzlich ans andere Ende des Universums befördern. Vorschlag? Ich suche noch ein paar von den Platten und Sie entziffern die Sprache, dann können wir die Anleitung lesen. Na toll. Sie suchen Platten, die auf dem Boden herumliegen, während ich versuche, die Sprache einer unbekannten Kultur zu entschlüsseln, ohne zu wissen, wie sie denken oder worüber sie schreiben. Ja, das nenne ich faire Arbeitsteilung. Können Sie das im Kommunikator sehen? Eine Inschrift? Ich habe sie im Museum gefunden. Können Sie sie lesen? Das sind andere Symbole als die in der Datenbank hier. Die sind wohl nicht dafür gedacht, dass Fremde sie lesen. Glauben Sie, die Kristalle haben etwas damit zu tun, dass Brink verschwunden ist? Wer weiß, was für Nebenwirkungen die haben. Dennoch ist es ziemlich unglaublich, dass sie überhaupt funktionieren. Na gut. Danke. Hilft alles nicht weiter, meine lieben Freunde. Ich mache hier einen kurzen Break. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Ich sehe gerade, der ganze Bereich hat sich hier verschoben. Oh, Nerv. Wartet mal eben. So, ich möchte mich dafür entschuldigen. Nein, bloß nicht die Falle aufmachen. So, also, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht bei Let's Play The Dick. Bis dann. Ciao.